Er ist der Erste, der den Ausdruck geprägt hat, Atlantologie. Also Atlantologie wollte er als Wissenschaftszweig etabliert sehen. Um gleich bei Russen zu bleiben, kommt ein Name, der mir schon nie mehr aus dem Kopf gehen wird. Ich habe ihn einmal am Telefon gehabt, das ist ein Zeitgenosse. Das ist der Ernst Rachgatowitsch Muldaschew. Herr Professor Muldaschew ist wahrscheinlich eine der ganz besonderen Koryphäen auf dem Gebiet der Optometrie. Er ist Augenarzt. Er ist einfach im Ur, also ich wollte sagen Ural, ist nicht ganz am Ural, er ist in Ufa am Ural, ist er Augenarzt. Hat wahrscheinlich eine entsprechende Praxis und ein Krankenhaus für sich, für diesen Zweck. Aber seine Nebeninteressen sind sehr weit gefächert. Er ist nämlich über die Augen, über das, was das Auge des Menschen betrifft, das Umfeld des Auge, ist er auf sehr interessante, zu sehr interessanten Schlussfolgerungen gekommen, nämlich, dass man da alles Mögliche herauslesen kann. Und mit diesem Wissen ist er dann nach Nepal, hat an den buddhistischen Klöstern das Auge des Buddha oder dieses Auge, das an diesen vier Seiten einer Stupa auch angebracht ist, dieses Auge studiert und ist dann darauf gegangen und sagt, das war das Auge von Lemura Atlantan. Also das war einfach seine Schlussfolgerung, das ist nicht ein Auge von einem, was die Tibeter und die Buddhisten da abbilden, ist nicht das Auge von Unsterblichen, es ist ein Auge von einem Lemura Atlantan. Und das hat er in einem Buch veröffentlicht, das heißt das dritte Auge. Ich habe mit Mühe noch ein paar Exemplare bekommen, die waren schon längst, das ist schon längst vergriffen, das heißt das dritte Auge. Es ist eine sehr komplexe Sache, ich kann nicht jetzt weiter darauf eingehen. Er hat dann das Stichwort geprägt, Lemura Atlanta, indem er diese beiden Menschheitsepochen zusammenfasst, zu einem Wesen, das eine ganz, ganz hohe Entwicklung hatte, spirituell gesehen, wesentlich höher, als wir heute es nur ahnen können. Der nächste, den ich ein bisschen skizzieren möchte, ist der Otto Muck. Unser Otto Heinrich Muck ist ein Wiener Ingenieur gewesen, schon längst verstorben, hat sehr, sehr viele Patente, man sagt 2000 Patente hat er angemeldet gehabt und hat das klassische Buch geschrieben, Alles über Atlantis. Und dieses Buch fußt auf vier Dinge postuliert er. Erstens, Atlantis lag im Nordatlantik und ist durch einen Einschlag eines kosmischen Körpers zugrunde gegangen, untergegangen. Aufgrund dessen, er nennt das den Sperrriegel Atlantis, dieser Sperrriegel ist also untergegangen, infolgedessen konnte sich der Golfstrom, der warme Golfstrom, nach Norden ergießen und hat dadurch das Ende der Eiszeit bewirkt. Das Ende der letzten Eiszeit, also der Günstwindel des Würms, das Ende der Würmeiszeit. Das klingt sehr plausibel. Atlantis, Sperrriegel geht unter, Golfstrom nach Norden und Eiszeit ist zu Ende. Tatsächlich, das ist eines der unerklärlichen Rätsel der Atlantologie. Eiszeit geht zu Ende und Atlantis ist zu Ende. Atlantis geht unter vor 12.500 Jahren und vor 12.500 Jahren, nach der heutigen klassischen Auffassung, ungefähr zu der Zeit ist auch die Eiszeit, die letzte Eiszeit zu Ende. Das Ganze hat einen Haken. Ob der Haken ausräumbar ist oder nicht, ob man den vergessen kann, das weiß ich nicht. Es hängt von der Eiszeitforschung ab. Es hängt von den Glaziologen ab, die müssen sagen, ja, es könnte so sein, eigentlich von den Meeresforschern, von den Ozeanographen hängt es ab. Nämlich, der Golf, wie ich ja schon gesagt habe, der Golfstrom geht nach Norden und die nördliche Halbkugel wird eisfrei. Innerhalb von 5000 Jahren. Also extrem schnell für geologische Verhältnisse, extrem schnell. Und irre Mengen Eises werden zu Wasser, der Meeresspiegel steigt ungefähr um 150 Meter. Soweit so gut. Aber was ist mit der Eiszeit auf der Südhalbkugel? Auch auf der Südhalbkugel ist die Eiszeit zu Ende. Ja, kann man jetzt den Golfstrom, der ja zunächst einmal nach Norden geht, bis hinauf vor die Küste von Grönland, vor die Küste von Spitzbergen und Grönland, dort kehrt er dann um, geht wieder zurück, in der Tiefe natürlich, kann man den verantwortlich machen, dass auch auf der Südhalbkugel die Eiszeit zu Ende ist? Es ist nicht ausgeschlossen. Diese Meeresströmungen gehen weltweit. Der Golfstrom ist nicht der einzige. Es gibt ja andere Meeresströmungen, die in den Indischen Ozean reingehen die und so weiter, die Antarktis umkreisen. Also es wäre möglich, dass der Otto Muck nach wie vor recht hätte. Gut, damit, ja, da ist noch einer. Das ist eigentlich auch wieder so ein Fall, wo die Wissenschaft nicht nur verschweigt, belügt, betrügt, sondern auch Menschen zu Fall bringt. Und das kann man auch, gerade der in dem Buch Verbotene Archäologie
von Tom Supremo sind die schaurigsten Fälle niedergeschrieben, wo Menschen ihre Stellung verloren haben, einfach weil sie Dinge herausgefunden haben, die es nicht geben darf, nach der klassischen Auffassung. Sie werden wie Ketzer behandelt. Und das sind Tatsachen. Edgar Dacquet ist einer, der doch etwa das zu spüren bekommen hat. Ich hoffe nicht im vollen Umfang. Er hat noch in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, um die 40er Jahre in München gelehrt und hat als Paläontologe sich gegen den Darwinismus gestellt. Er hat gesagt, Mensch und Saurier lebten gleichzeitig, das ist paläontologisch nachweisbar. So sagt er. Und natürlich hat er seine Lehrbefähigung damit verspielt gehabt. Und das ist ja nicht der einzige geblieben, der unter sowas leiden musste. Damit kommen wir zu der Frage, die die Mythologie der Völker betrifft. Die Mythologie der Völker, ich habe eingangs gesagt, Legenden und Mythologie wird uns jetzt betreffen. Legenden habe ich schon vor allem in Plato erwähnt, mit Kritis und Timaeus, aber jetzt in die Mythologie. Denn es ist ganz vollständig, es ist ganz plausibel, es ist vollständig klar, dass Völker sich erinnern an größere Ereignisse. Wenn ein gewaltiges, wenn ein Weltereignis sich ereignet hat, so wissen die Völker in ihrer Mythologie, ja, da hat es eine Flutwelle gegeben. Gerade bei Flutwellen, die Sintflut, diese Sintflutsage, die allen Völkern, fast allen Völkern auf der ganzen Welt gemeinsam ist, unabhängig voneinander. Das hat ja mein Fachkollege Professor Dollmann ausgearbeitet in seinem Buch, und die Sintflut gab es doch. Auf das möchte ich also daher nicht weiter eingehen, aber es ist klar, ich habe euch schon anklingen lassen bei Besprechung von Namadol, warum haben diese Mikronesier nicht gewusst, warum haben die nicht eine Überlieferung, wo sie sagen, ja, diese Basaltsäulen, das haben unsere Vorfahren aufgetürmt oder in Hawaii und so weiter. Also es sind diese Mythen vorhanden, aber die Wissenschaft kümmert sich überhaupt nicht drum. Und wenn wir jetzt weiterschauen, so finden wir vor allem zwei Gebiete, wo sich Mythen bis heute erhalten haben. Das eine wäre Indien und das andere ist der pazifische Raum. Indien, da müssen wir unterscheiden, und durch Gespräche mit einem indischen Professor letzten Sommer ist mir das ganz klar geworden, dass das immer noch besteht, diese Diskrepanz zwischen den indischen Einwohnern Südindiens, den Draviden einerseits und den Einwanderern, den arischen Einwanderern aus dem Norden, die Sprache Sanskrit mitgebracht haben, dass diese Diskrepanz immer noch besteht. Daher finden wir die Mythen in den vedischen Schriften, in den alten Sanskrit-Schriften, und die sind ja